Herr Ministerpräsident. Κύριε Πρωθυπουργέ, Εξοχότατη, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σας χαιρετώ, σας καλημερίζω τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου μας με τίτλο «Η Ελλάδα στην κρίση». Η χθεσινή μέρα πρόσφερε στο πλαίσιο της προβληματικής του συνεδρίου die Zukunft Griechenlands innerhalb Europa beigetragen. Kritische Solidarität der europäischen Partner zu den geplagten Gesellschaften des Südens, Flucht nach vorne zur Bewältigung der Ungleichheiten zwischen dem entwickelten Kern der Währungsunion und der weniger entwickelten Peripherie, neue wirtschaftliche Governance im Rahmen eines Green New Deal. In den letzten zwei Jahren ist offensichtlicher geworden, dass die tragisch erlebte Komplexität der Ereignisse das kritische Denken untergraben kann, sodass das kritische Denken anachronistisch dem Populismus und der Xenophobie zu Opfer fällt, sodass der öffentliche Dialog verstummt. Entweder von einer schicksalhaften Akzeptanz der Geschehnisse in den unkontrollierten Märkten oder auch vor einem Verzicht auf vieles, was bis vor kurzem als unabdingbar betrachteten, wie zum Beispiel das noch unvollendete Projekt der europäischen Integration. Eine meiner Meinung nach erfolgreiche Plakatkampagne der Antidiskriminierungsbehörde des Bundes begann in den letzten Tagen mit dem Motto: Kein Mensch passt in eine Schublade. Genau in diesem Sinne ist uns in den letzten zwei Jahren bewusster geworden, wie wertvoll das Prinzip ist: Kein Land passt in eine Schublade. Ich hoffe, dass wir uns heute ziemlich von jenen anfänglichen emotionalen Reaktionen entfernt haben, die davon vereinfachten ausgingen, dass die Krise, die einer Party am Mittelmeer sei, wobei die Schulden durch maßlose Verschwendung entstanden und durch eine kreative Buchführung getäuscht worden seien. Ziel des heutigen Konferenztages bleibt, weiterhin Aspekte der Komplexität der gegenwärtigen Landschaft aufzuzeigen, uns mit der Frage nach der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verantwortung auseinanderzusetzen, sowie mit den akuten Herausforderungen für die griechische Demokratie und Gesellschaft und mit den Möglichkeiten, wie aus der Not der Peripherie eine Tugend für ein integriertes Europa werden kann. Dieser letzte Satz möge als roter Faden die Thesen der heutigen Referenten und Referentinnen durchlaufen, die an drei Panels institutionelle, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte einer schwierigen Gegenwart erleuchten werden. Institutionen in der Krise, Wirtschaft in der Sackgasse, Kultur im Umbruch. Wird es den Bürgern und Bürgerinnen Griechenlands gelingen, selbstbestimmt eine gemeinwohlorientierte und sozial integrative Politik und eine neue politische Kultur der Verantwortung, Transparenz und Fairness, ein neues Vertrauensverhältnis zu entwickeln? Welche strukturelle Veränderungen sind notwendig, um die stark korporatistisch und monopolistisch organisierte Wirtschaft zu öffnen und konkurrenzfähig zu gestalten? Und nicht zuletzt, welche Muster und Mythen werden in dieser Situation der Unübersichtlichkeit und widersprüchlicher kollektiver Gefühle aktiviert? Wie reagiert die gegenwärtige Kunst- und Kulturpolitik auf die Krise? Und wie bringt sie die Situation des Umbruchs und der Unübersichtlichkeit zum Ausdruck? Als Vertreter des Faches der neugriechischen Literatur- und Kulturwissenschaft an einer deutschen Universität wurde ich oft während der letzten zwei Jahre zum Griechenland-Experten stilisiert. In jedem Akt der rasenden Entwicklungen der letzten Zeit
bei jedem Ereignis, ob noch ein launischer Vorschlag der berühmt-berüchtigten Troika, noch eine Demo der Wutbürger in Athen, noch eine Regierungskrise, läutete das Telefon im Büro. Journalisten und Journalistinnen fragten nach Stellungnahmen, Radiointerviews und Talkshows-Teilnahmen wurden angeboten. Da ich denke, dass eher die Experten, Politikwissenschaftler, Soziologen und Wirtschaftswissenschaftler, zur Rede kommen sollen, schlug ich immer wieder Kollegen und Kolleginnen aus griechischen Universitäten vor, deren Analysen und Thesen meines Erachtens die oft wirre und vorurteilsvolle Informationslandschaft aufklärend bereichern würden. Dieselbe Vermittlungsfunktion der Neogrezistik in der deutschen Öffentlichkeit war ebenfalls der Katalysator für die Konferenz Hellas in der Krise. Die Zusammenarbeit mit den akademischen Gesellschaften und mit den politischen Stiftungen in Deutschland ist konsequenterweise ein Daueranliegen, damit aus der Not der Krise eine Tugend für ein integriertes Europa entstehen kann. Erlauben Sie mir als Literaturwissenschaftler, das heutige Forum dem Gedenken an einen herausragenden griechischen Autor und Denker zu widmen, Nikos Themelis, an einen Zeitgenossen, der immer ein offenes Ohr für die Wahrheiten der anderen hatte und in seinem literarischen Werk nach Werten unermüdlich suchte, die als Gegengewicht zu den Haltungen des Marktes eingesetzt werden sollten. Laut Themelis erlebt man in Griechenland eine Gesamtkrise des politischen Systems, der sozialen Ordnung und unserer kulturellen Werte. Gar eine Identitätskrise der zeitgenössischen griechischen Gesellschaft. Resultat von Verfallsphänomenen und Entwicklungsmängeln des politischen Systems. Wir kennen die klientische politische Parteien, Politiker, die sich eher an der Macht festhalten, statt dem Gemeinwohl zu dienen, flexible Moral im öffentlichen Leben, aber auch Resultat des harten Kerns einer hinkenden und selbstzerstörerischen Bildung, einer anachronistischen Kultur, wie sie sich in einem Amoralismus einprägt, der sich um den Gewinn drehte und dreht und gleichzeitig die minimale Anstrengung legitimierte und legitimiert. Es handelt sich um jene dominante oder zumindest allgegenwärtige Kultur, welche die drei noch aktuellen und unvollendeten politischen Projekte der postdiktatorischen Ära untergraben hat und immer noch untergräbt, nämlich die Notwendigkeit einer Wiederherstellung der Demokratie zuerst, anschließend die Forderung nach einer grundlegenden sozialen Wende und vor kurzem das Unterfangen einer europäischen Modernisierung. Im Namen der Freien Universität möchte ich die Referenten und Referentinnen des heutigen Tages dafür herzlich danken, dass Sie unsere Einladung so gerne angenommen haben, an diesem Dialogforum teilzunehmen. Mein Dank gilt auch dem zahlreichen Publikum, das durch seine Anwesenheit und rege Teilnahme am gestrigen Tag unsere Überzeugung bestätigt hat, dass die deutsch-griechischen Beziehungen unsere Initiative nötig haben. Ich bedanke mich vom Herzen bei der Heinrich-Böll-Stiftung und ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, vor allem an Frau Olga Droschu, für unsere ausgezeichnete und vielfältig produktive Zusammenarbeit. Und last but not least bei unseren Dolmetscherinnen, Frau Agni Hassapi und Frau Anthi Wiedenmeier, für die Ermöglichung unserer Kommunikation. Vielen Dank. Ganz unaufgefordert wollte ich Sie auch begrüßen.
Ich wollte den Einleitung des heutigen Tages von Seiten von Miltos Pechlivanos durch einen Punkt ergänzen, den er vergessen hat, nämlich das letzte Panel, was wir auch eingeführt haben. Also ganz zum Schluss werden wir, wie Sie dem Programm auch entnehmen können, werden wir über die deutsch-griechische Zusammenarbeit reden und ihre Perspektiven. Und dafür haben wir gewonnen, drei kompetente Referenten. Darüber freuen wir uns sehr und wir bitten das hoffen, dass Sie auch Interesse haben zu hören, was auf diesem Gebiet, das sehr entscheidend sein wird, auch der praktischen Arbeit und nicht der Theorie und der Analyse, auch getan wird und getan werden muss. Das wollte ich noch ergänzen. Vielen Dank und viel Spaß. Jetzt würde ich die Panel-Teilnehmer bitten, sich zu platzieren. Die Namensschilder stehen schon da. Okay. Ich hatte sie ja. Okay. So, schönen Dank an Sie, dass Sie erschienen sind, an unsere Teilnehmer, dass Sie zu uns sprechen werden. Das Thema ist Institutionen in der Krise. Jeder von unseren Teilnehmern hat dazu sicher sehr Wichtiges zu sagen, auch unter verschiedenen Aspekten. Und der Begriff Institutionen ist dabei ziemlich weit gefasst. Ich möchte einleitend nur zwei kleine Sachen sagen. Erstens würde ich gerne eine Verbindung herstellen zu dem, was wir gestern Abend besprochen haben. Da hat sicher jeder seinen eigenen Eindruck mitgenommen, aber ein kleiner Konsens ist doch, glaube ich, dass wir zum Schluss festgestellt haben, wenn Griechenland in den Euro aufgenommen wurde, und viele sagen ja, es war falsch, dann war es sicher nur richtig, wenn es dies als Chance begriffen hat, sich auch sehr stark zu verändern. Und die große Frage ist, ob der Modernisierungsimpuls durch die EU-Mitgliedschaft und die Aufnahme in die Eurozone in Griechenland optimal genutzt worden ist. Und viele meinen nein. Viele sprechen sogar von einer verlorenen Epoche. Das hat sich ganz sicher niedergeschlagen, auch in der Dimension der Institutionen, wo sicher sehr viel weniger Veränderungen eingetreten sind, als viele 1980 oder 1990 noch erwartet haben. Und ich möchte dazu nur eine ganz kleine Anekdote anführen. Ich war zufällig in Griechenland, als der Reichenbach-Report rauskam. Das ist der Bericht der EU-Expertenkommission, der Griechenland beraten soll, genau in Sachen von institutionellen Reformen und anderem. Und auch der OECD-Bericht. Und für mich war verblüffend die Reaktion der griechischen Öffentlichkeit, sowohl der Presse als auch der Leute, mit denen man sprach. Der Konsens war, da steht ja gar nichts Neues drin, das wissen wir ja alles schon. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist natürlich, wenn ihr das alles schon wusstet die ganze Zeit, warum hat sich so wenig getan? Und dann kommt die klassische Antwort in fast jedem Gespräch, naja, είμαστε στην Ελλάδα. Wir sind eben in Griechenland und das ist eben bei uns ein bisschen schwieriger. Und das ist für mich eine Frage, die auch alle Referenten geht, doch auch zu fragen, wie alles mit der Mentalität zu tun hat und mit dem menschlichen Faktor, dem subjektiven Faktor, der wahrscheinlich wie in allen anderen Gesellschaften sehr zögerlich ist, Veränderungen zu akzeptieren und vor allem aktiv zu gestalten. Und dazu ein letzter kurzer Gedanke. Ich habe jetzt kürzlich ein Interview mit Yannis Boutaris gelesen, dem neu gewählten Bürgermeister von Thessaloniki. Übrigens habe ich gestern vermisst, dass vielleicht Leute wie er erwähnt wurden als Beispiele dafür, dass sich in Griechenland eben doch was tut. Dass er gewählt wurde, hätte vor zwei Jahren sich niemand vorstellen können. Boutaris also hat in seinem Interview gesagt, auf die Frage, was ist denn das Schwierigste? Und er sagt, das Schwierigste ist die Mentalität. Und das dauert nämlich am längsten, die zu verändern. Alles, was ich machen will und bewirken will in Bezug jetzt der Reformen auf kommunaler Ebene, scheitern zunächst an diesem subjektiven Faktor. Und er hat dann einen zweiten Satz gesagt, den ich sehr interessant fand. Vielleicht kann man nur
das ändern, wenn man einfach was Neues anfängt. Es einfach anpackt und dann guckt, wie die Leute reagieren, wie sie mitziehen und so weiter. Das sind meine Gedanken zu dem Thema und es wäre schön, wenn vielleicht der ein oder andere sich auch darauf beziehen würde. Zumal die Kritik ja allgemein ist, dass das Reformprogramm, was Griechenland jetzt von oben aufgestülpt wird, viele dieser Besonderheiten und subjektiven Befindlichkeiten in Griechenland in unzureichender Weise berücksichtigt, insbesondere was das Tempo der Reformen betrifft. Aber damit sind wir schon beim Thema. Wir haben die Reihenfolge festgelegt, dass zunächst Professor Konstantinos Tsoukalas zu uns redet, dann Professor Vulgaris und dann Frau Spanou, die sozusagen eine Institution vertritt. Und bitte? Okay. Titel sind für mich sowieso nicht wichtig. Aber ihr seid alle Professoren und das soll nicht verschwiegen werden. Und zum Schluss Professor Wiesenthal, der, glaube ich, einen Vergleich versuchen wird zwischen Transformationsprozessen in Griechenland und anderen Gegenden in Europa. Die Ermahnung an alle ist maximal 15 Minuten. Nach 15 Minuten werde ich dezent eine kleine Warnung aussprechen. Wir wollen versuchen, die letzte halbe Stunde ans Publikum zu geben und auch das ist, glaube ich, erwünschenswert und sollte Sie provozieren, nicht zu lange zu sprechen. Ich danke. Leider werde ich auf Griechisch sprechen. Δυστυχώς θα μιλήσω ελληνικά, τα γερμανικά είναι ανεπαρκή. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Meine Damen und Herren, zunächst möchte ich mich bedanken für die Einladung. Ich befinde mich hier in Berlin, in dieser wunderschönen Stadt. Und es ist leider nicht immer schön, was wir zu sagen haben. Das ist jedoch unser Schicksal, jedenfalls in den letzten Jahren. Da das Land, in dem wir uns befinden und in dem wir leben und das wir lieben, hat eine Umwandlung durchgemacht, und zwar in einer Nacht. Praktisch in einer Nacht hat sich alles verändert und man weiß nicht, ob all das lebensfähig ist. Und dann beginnt dieses Müssen. Wir müssen uns anpassen. Wir haben das vor uns das verlorene Paradies der faulen Menschen und das muss sich verwandeln zu einem Land von verantwortungsvollen Menschen. Näher neue Vorbilder, neue Archetypen erscheinen plötzlich auf der Bühne. Jetzt brauchen wir eine neue Rationalität in Griechenland. Der Faule muss weg und der selbstbewusste Bürger muss rein. Natürlich, da sind alle Urvorbilder, aber auch wenn sie nicht ganz so stimmen, sie entsprechen einer Realität, die generell zu finden ist. Der therapeutische Schock ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch theoretisch und ich warte dann kurz, bis alle jetzt einen Kopfhörer geholt haben. Ja, das hätten wir vielleicht sagen sollen, dass die Referate zum Teil auf Griechisch sind oder zum größeren Teil. Klar. Να αρχίσω από την αρχή. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Όχι. Θα κάνετε κλικ πάλι, όμως θα μου αφήσετε ένα, δύο λεπτά περισσότερο. Βέβαια, διακόψουμε αυτά τα δύο λεπτά. Για ομοδόχους. Σκάκι. Time out. Eine Minute. Halbe Minute. Thank you.
Ich glaube, also bis alle versorgt sind, können wir, glaube ich, nicht warten. Olga, wie handhaben wir diesen nicht vorgesehenen Fall? Gestatten die Leute in der Reihe, dass wir schon weitermachen? Okay. Also wie ich sagte, Griechenland muss jetzt durch einen Therapeutenschock durchgehen. Das ist ein großes Muss und das hängt über unserem Kopf. Und dieser Schock ist nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern auch kultureller Natur. Und hat unmittelbar mit den Werten der Gesellschaft zu tun. Wir müssen uns jetzt entschuldigen für das, was wir sind und für das, worauf sogar manche von uns eventuell stolz sind. Nun, was heißt stolz sein? Bis an einem bestimmten Punkt war das sinnvoll oder eindeutig. Ich möchte etwas paradox unterstreichen, das auch kulturell gesehen nicht logisch ist. Das heißt, wir müssen uns anpassen an was? An eine Gesellschaft, in der ohne jeden Vorbehalt die großen Eigeninteressen sich einbürgern können, wobei die kleineren Interessen, die Interessen auf einer kleineren Ebene, überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden sollten. Und ich denke, hier befindet sich ein zentraler Punkt, was die Probleme von Griechenland betrifft. Ich denke, man muss über dieses Thema auch sprechen, und zwar aus dem Grund. Bis vor kurzem konnte Griechenland oder dachte, dass es konnte, das Nützliche mit dem Schönen zu vereinbaren. Griechen haben geglaubt, dass sie Zugang zu den Entwicklungsgütern haben konnten, ohne die traditionellen Werte der Solidarität und der gesellschaftlichen Kohärenz aufzugeben. Über 20, 25 Jahre der Anstiegsanteil des privaten Konsums war der höchste in allen OECD-Ländern. Und dann gleichzeitig die Anteile, die Quoten von Selbstmorden, von Kriminalität, von Drogen blieben immer noch sehr niedrig. Also die armen Griechen, die haben geglaubt, dass tatsächlich der Zugang zu dem kapitalistischen Paradies möglich war, ohne dass man auf die traditionellen Werte verzichten muss. Ich denke, das war die wirtschaftliche und ideologische Grundlage für dieses mittelständige Wunder. Das sich auch auf einer pragmatologischen Basis befindet. Heute ist es immer noch so, dass die meisten Griechen arbeiten als klein Selbstbeschäftigte. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, des 21. wahrscheinlich meint der Referent, waren die Selbstbeschäftigten mehr als 40% der arbeitenden Bevölkerung. Im gleichen Moment die Angestellten im privaten Sektor waren nicht mehr als 35%. Im Vergleich zu den entwickelten Industrienationen des Westens, wo die Angestellten sogar bis zu 98% erreichen. Dann natürlich bleibt noch ein 25%, was vom öffentlichen Sektor gedeckt wird. Und dort konzentriert sich auch der Ärger all jener, die gegen den öffentlichen Sektor sich ausdrücken. Entsprechende Anteile gibt es in anderen europäischen Ländern auch. Aber der wichtige zweite Punkt ist, dass der öffentliche Sektor im Vergleich zum privaten Sektor
gesehen werden muss. Und dort im privaten Sektor bleibt der Markt sehr schwach. Und wenn die Gesellschaft keine anderen Beschäftigungsmöglichkeiten bietet, dann ist es eindeutig, dass die Beschäftigung im öffentlichen Sektor einen sehr hohen, auch symbolischen Wert hat. Diese besondere Form von Arbeitsverteilung kann nicht gesehen werden ohne ihre Konsequenzen. Dadurch werden die verschiedenen Formen der gesellschaftlichen Mobilität auch geprägt. Das heißt, die Art und Weise, wie die Menschen träumen, wie sie sich vorstellen, dass sie weiterleben und so weiter und so fort. Die Mehrheit der Bevölkerung also plant einerseits ihre unabhängigen Aktivitäten und auf der anderen Seite versucht, an diesem sicheren Platz des öffentlichen Sektors teilzunehmen. Doch das wirkt ergänzend zueinander. Die Familie funktioniert wie ein Betrieb und plant eine unsichere Zukunft und gleichzeitig versucht, auf möglichst viele Boote Fuß zu nehmen. Das ist eine Eigenschaft der griechischen Gesellschaft schon seit vielen Jahren. Die Armen versuchen, eine Kunst zu finden, wie sie überleben können. Ich möchte nur kurz auf die gesellschaftlichen Konsequenzen eingehen. Beharren auf die Aufbewahrung des Privatbesitzes, multiple Beschäftigung, ein Fetisch, was die Ausbildung angeht, das heißt eine Ausbildung, die praktisch eine Karriere im öffentlichen Sektor den Kindern, den Studenten ermöglicht. Heutzutage sehen wir noch die Familien, wie sie überleben, gleichzeitig auch sowohl in der Landwirtschaft wie auch im Tourismus oder in kleinen Familienbetrieben, aber auch im öffentlichen Sektor, sodass die verschiedenen Mitglieder jeder Familie in diesen verschiedenen Sektoren beschäftigt werden. Und natürlich geschieht dies zu Ärgernis der Modernisierer. Und natürlich muss man auch unterscheiden, über was die Korruption es gibt. Es gibt die große Korruption auf einer großen Klimax und die Korruption auf einer kleinen Klimax. Was noch dazu ein nicht effektiver Staat, vor dem sich jeder versteckt und auf den auch jeder hofft, davon teilzuwerden, eine systematische Steuerflucht, eine schwarze Wirtschaft bis zum 40% des BIPs, die verschiedenen Verhaltensvorbilder, die auf frühere Zeiten zurückführen. Doch all das ist sekundär, weil in allen armen Ländern, wo die unabhängigen Kleinbeschäftigten den Ton angeben, gibt es schon solche Formen der Abweichung von den westlichen Vorbildern. Und auf diese Grundlage entspricht auch das Motto von Andreas Papandreou, nämlich, dass die mittelständischen Gesellschaften ernähren mittelständische Ideologien. Das Drama Griechenlands heute ist jedoch, dass wie alle Wunder, so dies ein Auslaufdatum hatte. Bereits Ende der 90er Jahre war die Explosion des Systems nicht zu vermeiden. Die gegenwärtige Krise hat nichts weiter getan, als die verschiedenen Widersprüche zu verschärfen. Auch durch die Explosion der staatlichen Verschuldung.
die Wurzeln dieser Krise befinden sich in zwei Sachen. Einerseits auf der objektiven Unmöglichkeit des sozialen Systems, sich wettbewerbsfähig weiter zu produzieren, und auf der anderen Seite die Tatsache, dass innerhalb der Eurozone, so wie sie sich entwickelt hat, der Wettbewerb zwischen armen und reichen Ländern zweckmäßig zu der Deindustrialisierung der armen Länder führt, zum Verfall der Handelsbilanz der armen Länder und somit zur einzigen Lösung, nämlich Verschuldung, weil diese Länder nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber den reichen Ländern sind. Der Preis also für die Globalisierung ist dieser ungleiche Umtausch zwischen zwei Gruppen von Europa, dem reichen und dem armen Europa. Und hier entwickeln sich die neuen Orthodoxien. Jeder alternative Gedanke muss schon gleich beim Entstehen verstummen. Auch wenn die sozialen Schichten leiden oder Widerstand leisten, es gibt ein einziges Rezept in Europa. Damit man nach vorne geht, muss der Gewinn steigen und der Lebensstandard der Völker sinken. So, da kommen die aufmumpfigen Griechen und die müssen jetzt wieder in Ordnung gebracht werden. Alle alternativen Projekte müssen ebenfalls beim Entstehen verstummen, und ich befürchte, dass das, was in Griechenland geschieht, morgen auch in anderen Ländern geschehen kann. Diejenigen, die es wagen, Griechenland in diesem Weg zu folgen, müssen durch die gleichen Schwierigkeiten und Krisen durchgehen. Also paradoxerweise könnte man eventuell über Griechenland sprechen und gleichzeitig über die Welt von morgen. In der Einführung von Karl Marx im Kapital spricht er von England, aber erzählt den Deutschen, wir sprechen von deiner Geschichte. Also das heißt, wenn wir von der griechischen Geschichte sprechen, dann sprechen wir eventuell über die künftige Geschichte von Europa. Es ist nicht das erste Mal, dass sowas geschieht. Es ist nicht das erste Mal, dass die Perspektiven, die privaten oder die Überlebensperspektiven der Menschen beschränkt werden. Heute aber ist es noch charakteristischer, das, was geschieht, und zwar in einer sehr kurzen Zeit. Die Überlebensauswege des größten Teils der Gesellschaft wird beschränkt. Keiner scheint Widerstand zu leisten gegenüber dem Kapitalismus. Und es gibt kein ideologisches Geflecht, das dazu führt, dass ein Europa zusammengestaltet wird aus gleichwertigen Kulturen und Völkern. Das Schöne für mich und der idealistische Plan der europäischen Integration war wahrscheinlich nicht zu verwirklichen. Eventuell, weil es viele Mittel gebraucht hätte, viel zu viel Zeit und einen systematischen politischen Willen dazu. Wir dürfen zwei Sachen nicht vergessen. 150 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung von Italien sieht man immer noch eine riesen Diskrepanz zwischen dem italienischen Norden und Süden. Das Problem vom Mezzogiorno ist noch nicht gelöst worden, und 40 Jahre DDR waren genug, ausreichend, sodass wir heute nach 22 Jahren nach dem Fall der Mauer die Unterschiede immer noch zwischen dem Osten und dem Westen von Deutschland sind immer noch sehr groß. Wenn wir von Berlin absehen, man braucht sehr viel Geld zu investieren, man braucht sehr genau das Ganze zu planen, damit man diese Ungleichheiten überwinden kann. Ich schließe aber jetzt
mit dem letzten Punkt ab, nämlich ein Problem, das eben Werte, Geschichte, Kultur und Politik betrifft. Es sieht so aus, dass in Europa, wie auch überall in der Welt, alle großen Worte, die die europäische Kultur seit der Aufklärung mobilisieren, scheinen sich zu verwandeln. Langsam, aber ständig. Die Freiheit beschränkt sich auf die Freiheit des individuellen Betriebs und Unternehmens. Die Solidarität und die Brüderschaft sind inzwischen im Mülleimer. Das Recht auf das Überleben ist verfallen auf ein Recht auf die Differenz, auf den Unterschied. Und die menschlichen Rechte sind zusammengeschrumpft auf das, was absolut nötig ist, damit überhaupt das Marktsystem weiter funktionieren kann. Unter diesen Voraussetzungen, Demokratie scheint auf ein politisches Theater beschränkt zu haben, wo alle Entscheidungen ohne das Volk getroffen werden. Und die Politik ist zu einer Verwaltung der Interessen der Märkte geworden. In der Zeit einer ökumenischen Konkurrenzfähigkeit kommen wir wieder zurück auf eine selbst geregelten sozialen Darwinismus. Homo Lupus von Hobbes hat nicht nur Marx aus dem Fenster praktisch geworfen, sondern scheint auch nicht mal zu den Diensten eines Leviathans zu stehen. All das scheint zumindest in meinen Augen, wenn nicht das Ende, jedenfalls den Verfall der europäischen Aufklärung zu bedeuten, so wie ich sie jedenfalls kannte. Und in diesem Sinne glaube ich, dass Griechenland und der europäische Gedanke viel mehr damit zusammenhängen, als man das gleich sehen kann. Griechenland kann sich nicht entwickeln außerhalb eines Europas. Es braucht ein Europa der Solidarität und der Aufklärung, sonst fällt es zusammen. Und auf der anderen Seite Europa kann nicht die Wiege der Weltkultur sein, wenn es nicht zurück zu den Werten der Aufklärung kommt. Was bleibt also für uns zu tun? Ja, natürlich zu hoffen, dass sowohl Griechenland wie auch der europäische Gedanke wieder stehen können und dass wir das tun, was wir am besten können. Wir danken auch. Das hat uns einen, glaube ich, einen weiten Horizont geöffnet und ich finde ihn wunderbar. Dankeschön. Und ich finde, dass gerade in Berlin der Hinweis darauf, was an auch finanziellen Transferleistungen innerhalb Deutschlands nötig war, um auch nur eine einigermaßen ausgeglichene Gesellschaft hinzukriegen, die immer noch nicht geschafft ist, uns die Augen öffnet dafür, dass wir vielleicht etwas knickrig sind, wenn wir schon bei den paar Milliarden oder bei den zig Milliarden zusammenzucken, die für die europäische weitere Integration nötig werden sollten. Ich habe eine ganz kleine Rückfrage in Bezug auf Ihre erweiterte These, dass das Ganze natürlich ein europäisches Problem ist. Nach allem, was Sie eingefordert haben, ich glaube zu Recht an europäischer Solidarität. Moment mal. Ach so. Jetzt, detailliert. Ja, da kommt gar keine Nummer. Ja, kommt.
Da kommt gar keine Nummer. Λυπάμαι, δεύτερη διακοπή. Sie sprachen von einem Verfallsdatum des griechischen Gesellschaftsmodells, wie Sie es beschrieben haben, was auch eingetreten wäre ohne die Entwicklung der großen Krise, früher oder später. Die große Frage für mich ist, war nicht der Beitritt zur Europäischen Union eine Chance, dieses Verfallsdatum aufzuheben, also mithilfe der begrenzten Solidarität, die in den europäischen Subventionsprogrammen installiert ist, doch das griechische Modell so rechtzeitig zu transformieren, dass es nicht zu diesem knallharten Verfallsdatum kommt. Also ist das ein Fehler des europäischen Modells oder gibt es auch Fehler der Rezeption und der Ausnutzung der Möglichkeiten durch die griechische Gesellschaft? Also wie ist da die Balance? Ich hab das anders formuliert. Ich habe gesagt, dass damit ein großer Raum mit großen Ungleichmäßigkeiten homogenisiert werden kann, sehr viel Zeit und sehr viel Geld nötig ist. Die europäischen Fonds könnten nicht dafür ausreichen. Man brauchte einen langjährigen politischen Willen und einen koordinierten Willen, damit in Europa sowas erreicht werden kann, nämlich eine zentrale politische Macht, die dann entscheidend und plant, das Vermögen ist anders zu verteilen, diese Regionen zu stärken, die es nötig haben. Und in diesem Sinne, ja, natürlich, der Beitritt Griechenlands zu EU und Eurozone war schon eine Voraussetzung. Griechenland hatte keinen anderen Weg da. Es gab keine Alternative, wenn wir nicht in Europa wären. Da wären wir jetzt ein Teil eventuell in der dritten Welt und wir hätten eventuell Geschehnisse wie die in Kairo in Griechenland ebenfalls erlebt. Jedenfalls, wenn wir die Krise jetzt sehen, dann sehen wir, dass die Tendenzen in der EU nicht mehr stark genug sind, die als Zweck hatten, dass das System sich versteckt über eine neue Verteilung. Es sieht heute so aus, dass jede nationale Wirtschaft, jeder nationale Staat dazu tendiert, als einzige Achse der Entscheidungen und der Drüge das nationale Interesse zu haben. Wir befinden uns in einem Widerspruch, ein Widerspruch, der sich noch stärkt. Eventuell bei Delors war die Europäische Union offener, wenn Sie wollen, zu solchen Prozessen als heute. Die Krise hängt unmittelbar damit zusammen. Aber doch diese Tendenzen begannen viel früher als die Krise. Ich denke, dass Griechenland dafür bezahlt, dass es eine Gesellschaft hat, die nicht zum Zentrum gehört, sondern zu der Peripherie. Und die befindet sich praktisch verhaftet in einem System, aus dem es nicht mehr kann oder eventuell nicht mehr will. Das ist ein tragischer Widerspruch. Und deswegen sprach ich vom Ende einer Ära. Vielleicht können Sie sogar an diesen Gedanken genau anknüpfen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie heute da sind. Ich danke den Veranstaltern für die Einladung. Sowohl gestern als auch heute drehte sich die Diskussion zunächst um ein Thema, nämlich wir haben eine Krise in Europa, die gleichzeitig national, europäisch und global ist. Ich möchte nicht darauf eingehen, wie diese drei Faktoren miteinander zu tun haben, sondern einfach
an die Worte von Cohn Bendit erinnern in einem Interview von ihm in Griechenland, dass er sagte, die griechische Krise ist eventuell der härteste Ausdruck der allgemeinen Schuldenkrise. Das Problem von Griechenland war ein Symptom und das tatsächliche Problem ist, dass Euro nicht funktionieren kann ohne eine europäische Wirtschafts-Governance. Griechenland ist ein Teil des Problems, aber nicht das Problem selbst. Und ich denke, in diesem Sinne war auch gestern die Begrüßungsrede von Herrn Füchse und ich möchte mich nicht auf die Globalisierungsprobleme eingehen, sondern vielmehr auf das griechische Problem. Nachdem Herr Tsoukalas bereits gesprochen hat, brauche ich ein paar Sachen nicht zu wiederholen. Mein Pessimismus ist eventuell etwas geringer als der von ihm. Und ich würde sagen, dass die griechische Krise strukturelle Ursachen hat. Das ist offenbar. Es ist aber kein moralisches Problem. Griechenland hatte momentan keine moralischen Vorwürfe nötig. Die Griechen sind keine Faulsäcken. Und ich möchte auf ein, wie man so oft hört, ich möchte eher auf etwas eingehen, was man gestern noch gehört hat, nämlich man hört zwei Sachen. Griechenland hat Europa betrogen und ist mit falschen Papieren in die Währungsunion gekommen. Heute gibt es alle Daten, die europäischen Daten, so dass derjenige, der wirklich eine Antwort darauf suchen möchte, nicht die Griechen, sondern die Ausländer, die können dann objektiv all diese Daten kontrollieren und dann auch bestätigen, dass Griechenland genauso der Währungsunion beigetreten ist wie die anderen Länder. Die zweite Frage, die gestern gestellt wurde von Frau Schlözer, war, ja okay, Sie sind an den gleichen Voraussetzungen eingetreten, aber Sie waren noch nicht reif genug dafür. Ja, hier gibt es auch ein Problem, das die Prozedur der europäischen Integration betrifft. In einem bestimmten Sinne ist die Europäische Union eine Integration von Ländern, die nicht bereit waren, das zu tun. Waren die Länder aber bereit, fertig, reif genug in Südeuropa, als sie die Diktatur verließen und in eine demokratische Familie gingen? Waren die Länder von Osteuropa auch reif genug, als sie aus dem kommunistischen Regime zu den westlichen europäischen Ländern sich integrierten? Das Problem ist, wie wir heutzutage bei der Krise des Finanzkapitalismus und eventuell auch der weiteren kulturellen Krise, hat Europa die Fähigkeit verloren, als Magnet zu fungieren, der die guten Seiten der verschiedenen Länder und Regionen Europas herausbringen kann, beleuchten kann. In unserem Feld, in den letzten Jahrzehnten, beschäftigen sich die Wissenschaftler mit den verschiedenen Modellen, die man in den Ländern Europas trifft. Sie sprechen von den verschiedenen Modellen von Kapitalismus, von einem unterschiedlichen Modell der Arbeitsverhältnisse. Das ist der Inhalt ihrer Arbeiten. Und wir wissen, dass dies Südeuropa ist und Griechenland darunter, die Eigenartigkeiten haben, die sie nicht auf einer gleichen Basis wie Deutschland oder Schweden bringen können. Die Europäische Union sollte nicht die verschiedenen Schwedenländer homogenisieren, sondern die armen Peripherieländer von Europa. Diese Studien, die sind allen bekannt, das sind komparatistische Studien, die sind bekannt nicht nur den Wissenschaftlern, sondern Ihnen wahrscheinlich auch. Gesellschaften, eine kleine Klimax, gesellschaftliche Produktion, gesellschaftliche Strukturen, die fragmentiert sind, unheimlich viele kleine Betriebe und sehr wenige große Betriebe, das heißt ein kleiner Verhandlungsprozess.
Möglichkeiten. Es ist weder eine Kapitalkoalition noch eine Arbeitskoalition möglich. Der Staat also übernimmt eine neue Rolle, entwickelt sich in dieser Rolle, in dieser Logik. Und gleichzeitig entwickelt sich auch eine Rationalitätskrise, wenn man noch an Habermas und Hoppe denken möchte. Das Parteisystem tendiert zur Demagogie und Klientelbeziehungen. Und das ganze System hat von Natur aus eine Tendenz zu einer finanziellen Instabilität. Es ist kein Zufall, dass in den zwei Zeiten des Anstiegs der Verschuldung, also in den 80er Jahren und in der Zeit 2007-2010, das Laien zum größten Teil vom Staat betrieben wurde und nicht von privaten Menschen, wie zum Beispiel in Irland oder in Portugal. Das bedeutet aber nicht, dass die finanziellen und wirtschaftlichen Ungleichheiten schicksalhaft sind, dass Griechenland zum Rückstand verdammt ist. Ändert sich nichts? Haben Sie am Anfang gefragt. Ist das eine Mentalität, die man nicht ändern kann? Ich glaube, wir könnten schon optimistischer sein. Zunächst die strukturelle Form selbst, diese Dominanz der kleinen Klimax, erlaubt eventuell nicht eine tiefgreifende Modernisierung des Landes oder die Assimilation von komplexen, organisatorischen, technischen, innovativen, aber Sie wissen es wahrscheinlich selbst, also diejenigen, die nach Griechenland kommen, diese soziale Struktur hat eine eigene Lebendigkeit und die basiert auf Menschen, auf Familie, auch auf die Tatsache, dass ein großer Teil der Gesellschaft die großen, die entwickelten Länder verfolgen möchte, catch up in einem soziologischen Sinne. Das heißt, dass Griechenland immer das jeweilige europäische Vorbild verfolgt hat. Ich glaube, dass im Prinzip seit dem Ende des 18. Jahrhunderts Griechenland zu denjenigen zählen kann, die von der Moderne einen Nutzen gezogen haben. Griechenland hat es geschafft, von der Peripherie Richtung europäisches Zentrum sich zu bewegen. Ich glaube, dass Griechenland positiv nutzen konnte, diese Auseinandersetzung mit den größeren Ländern, als noch zwei Faktoren herrschten, nämlich ein Impuls, der aus der internationalen Umgebung kam, als ein eindeutiger Zeitgeist existierte, wie zum Beispiel die Demokratisierung in den 70er Jahren oder die Vision einer demokratischen Europäischen Union. Auch als dieser externe Impuls den Charakter einer externen Constraints, eine externe Beschränkung angenommen hat, nämlich durch die Prozedur der Währungsunion. Das Gegenteil geschah in den ersten 10 Jahren von Euro, als dieser externe Zwang zu einer externen Permissivität für die südlichen Wirtschaften wurde. Der zweite Faktor, von dem der erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Ausgang der internationalen Impulse abhing, war die Qualität und Effektivität der politischen Führung. Ich meine, dass dieser Faktor ausschlaggebend ist, gerade deswegen, weil die Bürgergesellschaft in Ländern wie Griechenland über keine großen Möglichkeiten verfügte für eine selbstständige Regelung und weil die dominante Rolle des Staates, nämlich auch aufgrund des Majoritätensystems,
mit einem Übermaß an Macht für den Premierminister eine Top-Down, eine Prozedur von Top-Down-Reformen mit sich bringen. Das demokratische Griechenland nach 1974 hat zum Teil mit Erfolg, zum Teil ohne Erfolg, diese verschiedenen Faktoren kombinieren können. Das Ausmaß und die Dramatik der heutigen nationalen Krise war weder zweckmäßig noch unvermeidlich. Natürlich würde Griechenland durch eine besonders schwere Zeit gehen aufgrund der globalen Krise, aber es war nicht selbstverständlich, dass sie eine Weltmeisterin in dieser Krise, dass Griechenland ein Weltmeister in dieser Krise sein würde. Die demokratische Zäsur von 1974, die Zäsur von 2004, als Griechenland schon in Euro war, konnte nicht das Griechenland von 2008, 2010 vorhersehen. Griechenland hat nicht die Demokratie und den Staat vor diesem starken Populismus schützen können, hat auch nicht verstanden, dass es nach dem Euro schneller und tiefgreifender sich verändern sollte. 2004, da waren die Olympischen Spiele in Griechenland, Griechenland wurde gelobt. 2010, Griechenland wird beleidigt. Ein Freund, Historiker, sagt, eine eigenartige europäische Gesellschaft. Ich glaube, wir könnten beides behalten. Eigenartig und europäisch, aber auch eigenartig. Kann Griechenland im Euro bleiben? Ich komme auf diese Frage zurück in den nächsten 2 Minuten, die ich habe. Dann möchte ich nur gerne 3 Bemerkungen machen. Wir befinden uns momentan in einem sehr schwierigen Zustand. Auf der einen Seite haben die gläubigen Staaten ihre Geduld verloren, sowie ihre Hoffnung auf eine Reformfähigkeit des griechischen Staates. Auf der anderen Seite sieht die griechische Gesellschaft kein Licht am Ende des Tunnels, obwohl sie sehr starke Kürzungen in ihres Einkommens mitmachen musste. Da herrscht der Eindruck, die Ausländer haben uns ein falsches Medikament gegeben und unser Opfer waren umsonst. Ich glaube, wenn dieses Gefühl weiter so bleibt und festigt, dann wird Griechenland nicht mehr Teil des europäischen Geschehnisses sein können. Ich glaube, Mario Monti hat das noch stärker ausgedrückt, weil das Gleiche eventuell auch in Italien passieren kann. Auf der anderen Seite gibt es Anzeichen von einem Optimismus. Es gibt einen breiten sozialen Konsens, dass man im Euro bleibt. Es gibt eine tiefere Orientierung an Europa und es gibt auch das Bewusstsein, dass des krisenhaften Charakters nach der Regierung von Papademos. Griechenland braucht Geld, Griechenland braucht Zeit und Griechenland braucht auch ein Gefühl der Würde. Diese Krise kam nicht als ein allmählicher Verfall wie in vielen Ländern des Osteuropas, sondern diese Krise kam wie ein Blitz in eine Gesellschaft, in eine Konsumgesellschaft, die stark war. Und deswegen dauert es auch noch länger, sich bewusst zu werden, was diese Krise bedeutet. Zweiter Punkt ist, dass die Beziehungen zwischen Troika und Griechenland in vielen Ebenen falsch sind. Wir sind in einem Staat, wir sind kein Protektorat unter Beaufsichtigung und ich denke, wenn dieses Gleichgewicht nicht erhalten wird in den internationalen Beziehungen, dann gibt es einen Backlash, einen Reflex, das den weiteren Weg von Griechenland zerstört. Dann zweitens, wir brauchen einen starken Gedanken, was Europa bedeutet. Aber da ich keine Zeit mehr habe, kann ich eventuell während der Diskussion darüber zurückkommen.
Ich musste leider auf die Grenzen der Zeit hinweisen, damit wir über die Runden kommen. Ich sage Ihnen aber, dass die Referate vollständig, glaube ich, ins Netz gestellt werden und dann nachzulesen sind, zumindest auf Griechisch. Habe ich es richtig verstanden? Okay, okay. Jetzt kommen wir zu unserer dritten Referentin, Calliope Spano. Sie ist Ombudsfrau für Griechenland, ist dies geworden, ich glaube, nach den letzten Wahlen erst, hat aber inzwischen genügend Erfahrung und Profil, um uns interessante Dinge zu erzählen. Ich habe eine einzige Frage, die ich mit auf den Weg gebe, vielleicht. Yannis Voulgaris sprach von der Qualität des politischen Personals, die ein großes Problem ist. Ich habe den Eindruck, dass in der Diskussion über das griechische, den griechischen öffentlichen Dienst immer nur das quantitative Problem benannt wird, dass da zu viele sind. Das viel größere Problem ist nach meiner Beobachtung, dass viele an der falschen Stelle sind, einfach weil der Parteienklientelismus es mit sich bringt, dass Leute angestellt werden, ohne die nötigen Qualifikationen und das nötige Engagement für einen ganz bestimmten Posten. Ich würde also vielleicht fragen, ob man dieses qualitative Problem auch benennen kann und was Ihre Ideen sind, überhaupt das Problem anzugehen. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte die Heinrich-Böll-Stiftung und Frau Drossow danken. Und jetzt, ich gehe weiter auf Griechisch. Ich befürchte, dass es jetzt eine Landung der Diskussion gibt, und zwar auf Themen, die konkreter sind und ihre eigenen Probleme beinhalten. Erstens, ich spreche als Universitätsprofessorin und nicht als Ombudsfrau. In Griechenland wurde viel gemacht. Es war nicht wenig, was gemacht wurde, was die öffentliche Verwaltung gibt. Aber die Frage ist, wie es gemacht wurde und was waren die Ergebnisse. Und ich werde auch über die Qualität des Personals sprechen. Das wird sich auch im Laufe des Gesprächs darstellen. Also auf der Tagesordnung gab es diese Sachen. Es gab keine Regierung und keinen Minister, der dieses Problem nicht als erste Priorität setzte. Und in diesem Rahmen gab es auch sehr viel Positives. Wenn man Griechenland der 80er Jahre vergleicht mit dem heutigen Griechenland, sieht man große Veränderungen, und die sollte man nicht vergessen und nicht unterschätzen. Also zum Beispiel die Bürgerrechte oder die Demokratisierung des Staates, gab es viele und wichtige Veränderungen. Schuld war meiner Meinung nach, dass in allen diesen Initiativen gab es viele Schwächen, viele Probleme, die mit der Arbeitsweise des Personals zu tun haben. Ergebnis war, die Verwaltungsreformen, die waren zwar viel, aber das Ergebnis war klein, denn sie haben sich beschränkt auf einige Probleme und die haben vergessen, dass sie auch die anderen Probleme, die von außen kamen, die hatten sie vergessen. Sie haben vergessen, die Bürger zu schützen, die Gesellschaft zu stützen, und zwar für ihre eigenen Aktivitäten und Ziele. Wenn man also die Initiativen zu Reformen die letzten 30 Jahre sieht man einige Sachen, die man auch in der Zukunft berücksichtigen soll. Erstens, es gab eine ungleiche Beachtung für Teilprogramme und Teilbereiche, wie zum Beispiel
die Beamte, die Einstellung von Beamten und andere Themen waren außer vor. Diese, die außer vor geblieben waren, wären aber wichtig gewesen. Es geht um die Wahrnehmung und die Methodologie der Reformen. Wir haben zwar innovative und erfolgreiche Lösungen, wie zum Beispiel die Entstehung einer Behörde zur Einstellung von neuem Personal, aber so eine Träger konzentriert das System und zu einem großen Teil, sodass er nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, die guten Absichten werden nicht zur Praxis gemacht, zur Praxis verfolgt. Eine andere Sache ist, es gab zwar viele positive Initiativen, aber es gab auch Praktiken, die sie untergraben haben. Und das zeigte, dass die Eliten nicht willig waren, deutliche Regeln zu definieren und sie auch sicherzustellen, dass sie erreicht werden. Es gab also viel, was unstabil war. Und jetzt eine Frage. Möchten wir, dass die Verwaltung politisiert wird? Möchten wir es oder nicht? Wir sollten das entscheiden und auch so machen. Wir sollten, was wir gemacht haben, war, wir hatten in der Theorie was Objektives gemacht, aber von anderer Seite wurde es untergraben. Also, es gibt gegensätzliche Kräfte, die Versuche untergraben. Und diese Art, und das führt dazu, dass die Politik und auch die Bürger sich zufriedenstellen, dass es eine schwache Verwaltung gibt und diese ist auch in der Kultur integriert. Dann, es gibt aber auch nicht also das Dritte ist die Konkurrenz zwischen den Behörden. Und das führte dazu, dass die Versuche nicht weitergeführt wurden, obwohl sie institutionalisiert wurden von dem letzten Minister zum Beispiel. Und es gab keine Ergebnisse. Es gab zwar Entschlüsse, aber sie blieben auf der theoretischen Ebene. Sie wurden zwar als Gesetze beschlossen, aber nicht weitergeführt. Und der nächste Minister hat sie nicht weiterverfolgt. Das heißt, es gibt eine Art der übertriebenen Anzahl der Gesetze. Wir haben das napoleonische Problem, das die napoleonische Vorbild. Und diese bringt. Und dies führt dazu, dass die Bereiche nicht richtig verfolgt werden und die Korruption wird auch höher. Das heißt, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Realität und den Gesetzen. Und an diesem Unterschied ist auch da ist auch die Schuld zu suchen. Darüber hinaus, die Verwaltungsreformen haben jahrelang stattgefunden, ohne dass sie zusammenhängen mit den Prioritäten und den politischen Parametern. Ich weiß noch, Ende der 70er Jahre,
konnte man eine finanzielle Dimension an dieser Politik des öffentlichen Sektors erkennen. Nur unter der Förderung von europäischen Tätigkeiten wurden diese Reformen, hatten diese Reformen auch einen Zusammenhang mit der Umgebung, der sie im Prinzip dienen wollten. Diese Reformen, die ließen die Dimension ihrer Effektivität außer Acht. Man gestaltete neue Strukturen nach neuen Voraussetzungen, die tatsächlich effektiv waren, die tatsächlich die Funktionen erfüllen konnten, die wir wollten. Aber so hatten wir im Endeffekt eine Verwaltung von zwei Geschwindigkeiten. Nämlich zunächst versuchte man durch diese Reformen die Unzulänglichkeiten zu beseitigen. Aber jeder neue Minister versuchte, die gleichen Sachen neu zu reformieren, auf die gleiche Art und Weise, mit den gleichen Argumenten, mit den gleichen Werten. Und das führte dazu, dass all diese Reformpolitik zu einem Ritual ohne Zweck sich verewigte. Woher sollte also diese Verwaltung die Möglichkeit haben, die Initiativen der Gesellschaft und der Wirtschaft zu stützen? Nun, was die Reform, die Reformen angeht zu der Effektivität nach außen, wir können die verschiedenen Parameter nicht auseinanderhalten. Wir müssen die Faktoren, die Wirkung nach außen sowie die Wirkung nach innen, all diese Faktoren gleichzeitig in Betracht ziehen. Man bezieht sich ja vor allem auf die Qualität der Institutionen und erst auf einer zweiten Ebene auf das Ergebnis. Aber man beginnt schon beim Sinn der Transparenz. Man beginnt schon bei institutionellen Parametern. Die Erfahrung dieser Reformen hat mit einem Typ der politischen Verwaltung zu tun, die einzelnen Teilinteressen auf Kosten des Gemeinwohls, des gemeinsamen Interesses berücksichtigt. Daher auch das niedrige Interesse für eine Verbesserung der externen Funktion der Verwaltung. Und es besteht ein stiller Konsens darüber, dass eine Umverteilungslogik stattfindet, nämlich dass der Staat und die Politik diesen distributorischen Charakter haben. Und damit meine ich einen Mangel an Regeln gleichzeitig. Und in diesem Sinne ist eventuell dieser extreme Ressourcenmangel, den wir heute erleben, eine Lösung zu einer Modernisierung. Aber dafür muss man in Wirklichkeit einen Paradigmenwechsel haben. In den letzten zwei Jahren wurden viele Anstrengungen unternommen. Papandreou hat eine Agenda für die Verwaltungsmodernisierung gehabt und diese Reformen haben sich im gleichen Rahmen bewegt wie früher, schon wieder Einstellungen und nach jeder Wahl und so weiter. Die waren schon wertvoll, diese Initiativen. Die haben schon einen Schritt weiter nach vorne gebracht. Andere positive Schritte waren die Stärkung der Transparenz durch das Internet, so dass viele Entscheidungen nicht im Geheim getroffen werden. Und dann Schritte sind auch geschehen hinsichtlich der Rationalität des wirtschaftlichen Managements. Bestimmte Sachen waren da zu sehen, bestimmte Resultate. Allerdings waren das viel zu wenig,
im Vergleich zu dem, was nötig war. Die Verwaltungsreform wurde dann kaltgestellt und es wurden viele horizontale Maßnahmen getroffen. Diese horizontalen Maßnahmen aber dienen einer anderen Logik, dienen zwar weiteren Zwecken wie Beschränkung der öffentlichen Ausgaben, aber sie dienen nicht der gesamten Verbesserung der Verwaltungsmöglichkeit. Diese Maßnahmen allerdings haben die Glaubwürdigkeit der Verwaltungsreform beeinträchtigt. Und ich denke, die Art und Weise, wie die Menschen, wie mit den Ressourcen umgegangen ist, mit den menschlichen Ressourcen, ich finde das unmöglich. Diese Menschen müssen diese Reformen unterstützen. Man muss unterscheiden können, wer was tut und wer es besser tut als ein anderer. Die Perspektiven für die nahe Zukunft, sie zeigen geprägt zu sein von einem Bericht von OECD. Da steht nichts Neues drin. Die Probleme werden so beschrieben, wie auch dies von griechischen Analytikern gemacht worden ist. Und zwar in den letzten 20 Jahren. Also warum? Es ist die Zeit der Krise, die auch unterstrichen hat, diese Notwendigkeit der Veränderung. Und dann ein Problem dabei ist eine Gefahr, dass man diese Reform als exogen ansieht, so nämlich, dass sie angetrieben wird von außen, von irgendwann jemandem anderen. Das Positive ist, dass man auch Hilfe bekommen kann über die EU, über die Taskforce und über bilaterale Partnerschaften mit Deutschland oder mit Frankreich. Das ist von entscheidender Bedeutung, weil man tatsächlich dadurch zeigen kann, dass eventuell manchmal die Methoden falsch sind. Vielleicht sollten wir zu einer Dezentralisierung weitergehen. Vielleicht sollten wir zu Postkontrollen gehen, also Untersuchungen, die im Nachhinein stattfinden sollen. Nun, das ist aber ein langer Prozess. Es gibt keine Tabula rasa. Wir beginnen nicht bei Null. Wir können nicht bei Null beginnen. Und unter diesen Umständen ist es sehr schwierig, eine Motivation zu sehen. Ganz im Gegenteil davon, die Glaubwürdigkeit, wie gesagt, der öffentlichen Verwaltung ist stark beeinträchtigt worden. Die Verwaltungsmodernisierung im griechischen Rahmen bedeutet ein Verzicht auf Methoden und Praktiken, die die institutionelle Glaubwürdigkeit untergraben, und zwar in verschiedenen Sektoren der Politik. Das bedeutet ebenfalls eine Annäherung der informellen Funktion, der informellen Praktiken zu den formellen Regeln, die auch die Verpflichtungen und die Rechte vorsehen. Die Verwaltungsreform darf keine alten Kämpfe mehr geben. Man braucht eine neue Annäherung und dafür braucht man auch die Unterstützung der Übersichtsfunktionen, und zwar als eine Routine, die Kodifizierung und die Verbesserung und Vereinfachung der Gesetzgebung ist kritisch, aber das hat wiederum mit der Funktion des politischen Systems zu tun. Man muss sich auch fokussieren auf das Ergebnis. Die Verwaltungsreform ist kein Selbstzweck. Natürlich gibt es politisch, organisatorische und sozial-gesellschaftliche Voraussetzungen. Das bedeutet also, man braucht eine kontinuierliche Planung, eine kontinuierliche Konsequenz und Unterstützung und natürlich auch einen bestimmten interparteilichen Konsens, so dass die Demokratie sich nicht gegen einen Fortschritt in der Verwaltung wendet.
Wir müssen über die Logik hinausgehen von Makroreformen und auf ein Mikro- und kurzfristigere Ebene eingehen, weil man dort auch einen Kampf gewinnen oder verlieren kann. Und dann auch eine Lobby für die Unterstützung der Reformen kreieren. Eine Transparenz, eine Verantwortung. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Das war sehr konkret und anschaulich. Und ich glaube, man versteht jetzt viel besser die Schwierigkeiten, vor denen das Land steht, aber auch die Bedingungen, die geschaffen werden müssen. Und ich finde besonders erfreulich, dass Sie einen optimistischen Akzent zum Schluss gesetzt haben. Herr Wiesenthal, den letzten beißen die Hunde. Sie haben leider wirklich nur 10 oder höchstens 12 Minuten. Sie entdecken aber sicher manche Parallelen zu dem, was Sie insbesondere erforscht haben. Ja, danke schön. Ich möchte kurz vorausschicken, meine persönliche Bekanntschaft mit Griechenland beschränkt sich auf die Erfahrung eines typischen deutschen Konsumenten, eines Konsumenten griechischer Landschaft und Kultur. Wenn ich da ein Rating ausfüllen müsste, würde das die höchsten Zufriedenheitswerte ergeben. Aber das hat alles nichts zu tun mit dem, was ich Ihnen jetzt vortrage, was im Wesentlichen ein Blick aus der Vogelperspektive auf die Situation ist, in der Griechenland steht. Und zwar gehe ich davon einem etwas größeren Problemzusammenhang aus, weil ich sehe dieses Land wie andere Teile der Welt in einer Entwicklungsdynamik, in einer stressvollen Entwicklungsdynamik begriffen, die im Wesentlichen besteht aus den Faktoren der ökonomischen Globalisierung mit einer neuen weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung, die im Entstehen ist, der technologisch-kulturellen Universalisierung, die wir überall beobachten, und ganz allgemein einer aktuellen weltweiten Modernisierungsdynamik, die, was oft übersehen wird, zurzeit mit den höchsten Wachstumsraten der Weltwirtschaft einhergeht, die es jemals gegeben hat. Nicht? Zwischen 4-5% wächst die Weltwirtschaft, nicht unbedingt in der Eurozone. Und an diesen Veränderungen, die sich bereits seit längerer Zeit abgezeichnet haben, sind zuerst bekanntlich die sozialistischen Staaten gescheitert. Und jetzt, wo sie ungleich stärker wirken als damals in den 80er Jahren, führen sie zur Differenzierung auch unter den Ländern des alten Westens. Vermutlich, das ist meine Vermutung, werden auch die wirtschaftlich stärkeren Länder Nordeuropas, unter anderem auch Deutschland, wieder einmal in näherer Zukunft unter erhöhten Anpassungsdruck geraten. Ganz einfach, weil ihr Institutionensystem nicht angepasst ist an das Wachstumstempo, was die neuen Wirtschaftszentren heute vorgeben. Ja, auch wenn also die griechische Misere ihre eigene Entstehungsgeschichte hat, gibt es doch eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten mit den Ländern, die vor rund 20 Jahren eine dramatische Wandlungsgeschichte absolviert haben. Auch damals gab es ein unerwartet tiefes Tal der Tränen, wie das genannt wurde, mit in praktisch allen Ländern über 20% Arbeitslosigkeit, mit dreistelligen Inflationsraten, erheblichen Zunahme der sozialen Ungleichheit und einem nochmaligen Wachstum der Schattenwirtschaft, die in der Regel schon vor der Transformation relativ groß gewesen war. Die Wirtschaftsreformen standen typischerweise aus einer Maßnahmentrias, die auch heute wiederkehrt in den Reformen, die von Griechenland erwartet werden, nämlich aus Liberalisierung der Wirtschaftsstrukturen, Privatisierung von staatlichen Wirtschaftspositionen und der makroökonomischen Stabilisierung, was in der Regel nichts anderes heißt als Schuldenabbau und Restriktion staatlicher Budgets. Das bedingt bekanntlich beträchtliche Opfer, und das hat es auch bedingt in den 90er Jahren, Reallohnsenkung, Stellenabbau im öffentlichen Dienst, Kürzung von Sozialbudgets und weitere Grausamkeiten. Und die gestiegene soziale Ungleichheit zeigte sich eben nicht nur in Realeinkommensverlusten unter der erwerbstätigen Bevölkerung, sondern auch ganz wesentlich im Verhalten von Alt- oder Neureichen, die bis dahin von der Situation profitiert haben, indem sie jetzt ihr Vermögen ins Ausland schaffen, Steuer- und Kapitalflucht begehen, sodass die Kosten der Krise typischerweise allein von einer schrumpfenden Zahl überwiegend von Lohnabhängigen aufgebracht werden müssen, während
während manche Selbstständige von etwas günstigeren Steuervermeidungsmöglichkeiten profitieren. Das ist die sozusagen neue soziale Struktur einer Transformationsgesellschaft. Nun gibt es, wenn wir diesen Vergleich mit den Transformationsgesellschaften der 90er Jahre ziehen, auch eine Reihe wichtiger Unterschiede, die allerdings die Situation im heutigen Griechenland nicht unbedingt günstiger, sondern eher schwieriger erscheinen lassen. Da ist zum einen der Mangel an einheimischen Kräften, die eine solche Transformation wirklich aus vollem Herzen wollen, die sie planen, erklären und engagiert durchführen. Anders als in Polen oder in der DDR gibt es keine Bürgerbewegung pro Transformation. Und anstelle einheimischer Reformeliten, die ja doch hier und dort entstanden sind, dominieren externe Akteure und Institutionen, die verkünden, was getan werden muss und welche Opfer das Land, die Bevölkerung zu tragen hat. Das verursacht Befremden, Unverstehen und eventuell auch Widerstand. Anders aber als im Postsozialismus lassen sich die Kosten der Transformation keinem letztlich anonymen Systemwechsel zuschreiben, sondern den Entscheidungen, aktuellen Entscheidungen von ausländischen oder auch inländischen Politikern und Institutionen, dass diese dann selbst wieder unter Druck und in Ermangelung von Alternativen gehandelt haben oder handeln, bleibt in der Regel im Hintergrund. Schließlich haben auch die erfolgreichsten osteuropäischen Transformationsländer in den 90er Jahren von einigen günstigen Umständen profitiert, die im heutigen Griechenland nicht vorhanden sind, die fehlen, nämlich extrem schwache Interessenorganisationen und oft erst in Neugründung befindliche Gewerkschaften, große Restbestände an postsozialistischer Staatsgläubigkeit, und nicht zuletzt die nicht ganz gerechtfertigte, aber verbreitete Erwartung, dass mit der Einführung oder dem Ausbau von Demokratie gleichzeitig die Voraussetzungen für wirtschaftliche Prosperität erfüllt worden seien. Schließlich natürlich auch die Aussicht auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und das sind insgesamt vier Faktoren, erleichternde Faktoren, die im Fall von Griechenland nicht vorhanden sind. Vor diesem Hintergrund fällt vielleicht noch eine Analogie auf, die wir mit der Transformation Ostdeutschlands und der Situation in den neuen Bundesländern ziehen können. Nach der Einführung der D-Mark in der DDR und der Angleichung der Löhne und Renten im Verhältnis von 1:1 wurden die folgenden Jahre, nämlich als wirklich die Wirtschaftsstruktur umgebaut wurde, als Absturz aus einer relativ günstigen Position in eine eklatante Mangellage erlebt. Ganz ähnlich könnte die Situation in Griechenland interpretiert werden. Auf beträchtliche Wohlstandsgewinne im letzten Jahrzehnt folgen plötzlich Entlassungen, Lohn- und Rentenkürzungen, höhere Steuern und so weiter. Wenn aber positive Ereignisse und die entsprechend optimistischen Erwartungen nachhaltig und plötzlich von negativen Ereignissen abgelöst werden, haben wir eine politisch sehr ungünstige Situation, denn die Reaktionen sind in aller Regel Enttäuschung und Wut unter den Betroffenen. Und typischerweise werden diese Probleme der Transformation dann nicht den tatsächlichen Ursachen, nämlich den früheren Zuständen, zugeschrieben, sondern eben den neuen Verhältnissen und denen, die Abhilfe schaffen wollen. Ja, in Griechenland könnte der Konflikt zwischen einer leidtragenden Bevölkerung und überwiegend ausländischen Akteuren, die auf eine nachhaltige Transformation drängen, möglicherweise noch schärfere Züge annehmen. Während von der Bevölkerung ein Wandel der Lebensart, der politisch-wirtschaftlichen Kultur erwartet wird, gibt es im Ausland ausgesprochen wenig Mitgefühl und Sympathie, geschweige denn Hilfezahlung oder Sponsoring wie im Falle Ostdeutschlands. Ausländische Hilfe ist überwiegend von den eigenen Interessen der Helfer motiviert. Die dem Land gewährten Finanzhilfen dienen fast ausschließlich den Interessen der Gläubiger. Sie sind nicht zur Finanzierung von Sozialausgaben, Renten, Infrastruktur oder Unternehmensinvestitionen bestimmt.
Demgegenüber dürfen wir nicht vergessen, die Transformation der DDR wurde mit Nettotransfers in der Größenordnung von 1,2 bis 1,5 Billionen Euro, das sind also 1.200 Milliarden Euro, gesponsert, von denen der größte Teil, bedauerlicherweise sagen viele, in den Konsum und nicht in den Aufbau von weiter wertschaffenden Investitionen geflossen ist. Deshalb meine vorsichtigen Schlussfolgerungen. Man darf den Zeitbedarf für die Herausbildung eines neuen politisch-kulturellen wirtschaftlichen Systems nicht unterschätzen. Für die Etablierung neuer gemeinwohlorientierter Einstellungen gegenüber einem modernisierten Staat, einer modernisierten Verwaltung, gegenüber Staat und Recht im Allgemeinen, würde man fehlgehen, wenn man glaubt, dass das das Werk von wenigen Jahren ist. Aus der Erfahrung mit ähnlichen Transformationsverläufen wissen wir, dass es im Wesentlichen erst die nachrückenden Generationen sind, die neue Werte und neue Verhaltensweisen wirklich praktizieren können. Starke Interessenorganisationen, wie wir sie auch heute in Griechenland haben, können den Wandel durchaus erheblich verzögern. Paradoxerweise würde ihre Unterdrückung ihn möglicherweise noch mehr erschweren. Eine Dauer von 10 bis 15 Jahren für den institutionellen und mentalen Gestaltwandel ist deswegen eher als kurz anzusehen. 20 bis 30 Jahre erscheinen wesentlich realistischer. Und was man nicht vergessen darf, so wichtig Wirtschafts- und Finanzhilfen in akuten Notsituationen sein können, so wenig taugen sie selbst zur Akzeptanz einer neuen Ordnung. Viel wichtiger ist die Geltung der staatlichen Unterstützung von Prinzipien wie soziale Fairness und Ausgewogenheit in der Sozial- und Steuerpolitik. Auch die auf die Modernisierung der Wirtschaft haben deswegen auch staatliche Subventionen, soweit ich das aus den Transformationsprozessen in Osteuropa sehe, eher geringen Einfluss. Weitaus wichtiger waren die Beseitigung von Zunftprivilegien, Marktzutrittsschwellen, bürokratischen Hindernissen, Infrastrukturlücken und Bildungsrückständen. Ja, die genügt auch, denn meine letzte Bemerkung ist, dass selbst wenn eine erfolgreiche Transformation stattfindet, und das hoffen wir alle, dass sie stattfinden wird, wird das nicht automatisch einen Anstieg politischer und sozialer Zufriedenheit bewirken, nur den Rückgang von Frust und Protest. Denn in Zeiten raschen sozialen Wandels neigen die Bürger dazu, sich eine Besserung der individuellen Lage selbst zuzuschreiben und die immer noch bestehenden Defizite natürlich der Politik anzulasten. Dankeschön. Ich glaube, dieser vergleichende Blick war sehr erhellend und ich finde besonders bemerkenswert, dass auch Sie nochmal auf den Zeithorizont hingewiesen haben, der solche Prozesse, den solche Prozesse voraussetzen. Wir öffnen jetzt fürs Publikum und ich denke, dass Anlass für sehr viele und auch interessante Nachfragen ist. Ich sehe im Augenblick keine Wortmeldung. Ja, bitte. Dort links. Ich hoffe, ein Mikrofon ist irgendwie im Umlauf. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 habe ich bis jetzt auf dem Bildschirm. Eberhard, ja. Oh, jetzt wird es kompliziert. Okay, fangen wir mal an. Dort, ja. Ich bitte knapp zu fassen und auch wenn Sie eine Meinung haben, dann doch auf eine Frage zuzukommen zum Schluss. Ja. Danke, Herr, für die Aufklärung nochmal. Schönen Dank für die Vorträge. Ersten Referenten wollte ich noch was kurz auf den Weg geben, weil mir das schon fast mit biblischen Begriffen behaftet war. Insoweit, dass sie von Paradies liegt hinter uns, den Faulen müssen neuen Weg aufbereitet werden und Kapitalismus gearbeitet haben und will ich woanders hin. Ich glaube, sie müssen das anders betrachten, nämlich: Wir haben es historisch nachweisbar, die Alttestamentarier, ich bleibe also in ihrem Vokabular, haben immer wieder die Neutestamentarier reinzulegen versucht. Und umgekehrt, die Neutestamentarier stehen schon immer jeher im Interesse, Widerstand zu leisten gegen die Alttestamentarier bzw. Altstrukturen, weil sie die Verbrechen
der Gegenwart nicht weiter in die Zukunft übernehmen wollen. Fazit daraus ist, wir können alle nur eins wollen, nicht die Fehler der Vergangenheit weiter in die Zukunft vererben. Das ist unser Problem, was es aufzulösen gilt und was wir den Menschen begreiflich machen müssen. Es ist nicht der Kapitalismus, wo sie hinlenken. Der zweite Punkt ist... Hat das dann mit einer Frage zu tun? Eva war vorne, das nächste und dann hier und dann da. Ja. Danke. Mit da. Eva Güssow, ehemalige Europaabgeordnete. Ich freue mich sehr über das Spannungsfeld am Podium und wollte, bevor Herr Wiesenthal das schon toll ausgeführt hat, auch fragen, was eigentlich Griechenland aus den Umbrüchen in der DDR und Osteuropa gelernt hat, ob das an den Universitäten, bei der Wirtschaftsprofessur und auch in den politischen Parteien überhaupt keinen Niederschlag gefunden hat, die speziellen Umbrüche und auch Erfahrungspotenziale durch 89 in Osteuropa, welcher Begriff eigentlich von südeuropäischer Region jenseits eines griechischen Nationalismus und einer speziell griechischen Geschichte, die ich achte, ja, aber ist überhaupt an einem Konzept einer südeuropäischen Union und Region im Wirtschafts- wie im politischen Sinne und bezogen auf die Umbruchprozesse in Osteuropa gearbeitet worden. Die andere Frage muss in die zweite Diskussion wohl eingehen. Mir ist gestern Abend schon aufgefallen. Dann lass weg, ja, weil wir sehr kurz. Ich deute es nur an. Ohne dass man in der EU, in Deutschland und in Griechenland ein Konzept zu den Banken und ihrem Einfluss hat, wird man wohl auch nicht weiterkommen. Ich bitte jetzt weiterzugehen. Wir beantworten das nachher kollektiv, weil es sind zu viel. Ich bitte auch die Leute, die Redner sich mit ihrem Namen vorzustellen, kurz. Manfred Herrmann, eine kurze Frage. Halten Sie Entlassungen im öffentlichen Dienst für erforderlich? Und wenn ja, wie sollten die gestaltet werden? Okay, dann auf derselben Seite hier weiter vorne war die nächste Äußerung. Dann müssen wir rübergehen. Nee, der Herr war zuerst. Ja, bitteschön. Ich heiße Kimon Kalliaras und ich möchte eine andere Seite betonen. All das gilt, was die Referenten schon erzählt haben, aber hier habe ich das Gefühl, dass uns etwas entgeht. In Griechenland gibt es eine breite Verwaltungsunzulänglichkeit und politische Erosion. Daher kommt auch der Mangel an Kompetenzen und Effektivität. Wer hat zum Beispiel die Politiker daran gehindert, etwas gegen die Steuerflucht zu tun? 8 Jahre lang war Herr Premierminister an der Macht, den wir bei uns haben. Und da ist nichts geschehen, zum Beispiel in Richtung große Ärzte, große Rechtsanwälte, die systematisch eine Steuerflucht betrieben haben. Man spricht von den Beamten. Das war doch eine Taktik, die von den Abgeordneten systematisch vorangetrieben wurde. Die wollten Menschen einstellen, damit sie ihre eigenen Menschen in dem staatlichen Apparatus haben konnten. Man hat auch, es ist auch paradox, dass man sie alle als Experten nennt, obwohl sie keinen besonderen Gegenstand haben. Michaele Schreier, früheres Mitglied der Europäischen Kommission. Ich fand den Hinweis von Herrn Wiesenthal auf die Transformation auch der DDR sehr wichtig. Auch deshalb, weil wir uns ja vergegenwärtigen müssen, Griechenland ist nur 9 Jahre länger Mitglied der Europäischen Union als beispielsweise die neuen Mitgliedstaaten. Und wenn wir sagen Mitglied der Europäischen Union. Nein, ist 19 dann, Jahre länger. Ja, 81 und 90 ist DDR aufgenommen worden, wenn man so will. Also das heißt, von daher müssen wir es natürlich auch mit dem Blick betrachten und es ist nicht die große Hilfe geleistet worden, wie sie gleichzeitig den neuen Bundesländern geliefert wurde. Aber dennoch, die Europäische Union hat Griechenland natürlich sehr stark unterstützt. Die Mittel, die an Griechenland flossen, waren immer 2, 3,
anfangs sogar 4% des Bruttonationaleinkommens. Die Mitgliedschaft in der Eurozone hat Griechenland sehr stark entlastet. Der Schuldendienst war vor Beitritt in die Eurozone, lag er bei 11% teilweise, ging dann runter auf 4% des Bruttonationaleinkommens. Also das heißt eigentlich eine Menge Spielraum. Und Griechenland hat es nicht genutzt zur Modernisierung der Gesellschaft und der Ökonomie, sondern eigentlich eher als Subventionierung und zur Beibehaltung des Bestehenden. Und es fehlte eben an der Idee für die Modernisierung. Und ich glaube, jetzt, auch wenn gesagt wird, Griechenland muss wettbewerbsfähiger werden, was heißt das eigentlich? Also meine Frage an die Teilnehmer aus Griechenland ist, was ist Ihre Idee für die Modernisierung des Landes? Sven, die alle versuchen jeweils zu beantworten. Da sehe ich jetzt keine Frage, doch hinterher. Links waren jetzt noch zwei Wortmeldungen, ja, dort, dann hier vorne und ja, dann nochmal rechts. Und dann müssen wir, glaube ich, schon abschließen, damit Dimitrios hier auf dem Podium noch Zeit ist. Den Namen bitte, Entschuldigung. Dimitrios Kalaitzidis, zwei Fragen an die griechische Redner. Wann bedenkt der Bürger, der Bildungsbürgertum in Griechenland endlich Gespräche über Staat und Religion zu führen und die Trennung der Religion zu wagen vom Staat? Wann bedenkt das Bildungsbürgertum endlich mal, sich zu seiner Geschichte zu stellen und nicht die Nachbar als Schuldigen zu rufen? Dankeschön. An derselben Seite noch ein, ja, und dahinter... Ja. Konstantinos Konzinos, Mitglied des Ulmer Gemeinderates. Warum sage ich das? Ulmer Gemeinderates. Grüß Gott. Guten Tag. Warum sage ich das? Demokratie fängt ja mitunter von unten an. Es ist natürlich das in Griechenland undenkbar, dass sich dann dort, sage ich mal, der Stadtrat sich für einen Deutschen zum Beispiel eröffnet, dass auch dort andere Impulse reinkommen. Also ich erlebe halt, dass leider mein Heimatland, ich bin in Griechenland geboren, sich natürlich nicht öffnet bezüglich neuen Impulsen. Das heißt also, es wäre sicherlich jetzt undenkbar, dass ein Deutscher in einen Gemeinderat in Griechenland irgendwo kandidiert und gewählt werden würde. Dennoch halte ich das für sehr wichtig, dass die Institutionen in Griechenland sich öffnen gegenüber anderen Mitbürgern, die es tatsächlich auch gibt, weil es ist tatsächlich so, auch dieses, eines der vielen Gesetze wurde in Griechenland auch nicht übernommen, dass das Kommunalwahlrecht zum Beispiel für Europäer dort umgesetzt wird. Ich würde das natürlich für mein Heimatland begrüßen, dass sich, wie gesagt, unser Heimatland natürlich auch für andere Europäer öffnet, weil wir können nur gegenseitig profitieren von dem Know-how, was wir haben. Dankeschön. Dankeschön, wunderbar. Hinter Ihnen die Sigrid. Und dann nochmal da. Mein Name ist Sigrid Skarpelis-Sperk. Ich war 25 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages und habe mich dort 16 Jahre lang im Unterausschuss ERP auch um die Finanzierung von Klein- und Mittelbetrieben, übrigens auch im nach der Wiedervereinigung Deutschlands gekümmert. Deswegen sage ich, ich würde den Vergleich weder mit der Wiedervereinigung Deutschlands nehmen, noch mit den hinzugekommenen Staaten im Osten in der Transformation. Griechenland ist etwas Besonderes und da möchte ich dir, Michele, widersprechen. Ein Teil der großen griechischen Energien sind nicht in die Modernisierung der griechischen Energie gelaufen, sondern in Privatinvestitionen. Mikro näher, bitte. Mhm. Also das heißt, ein Teil dieser Energie Sigrid, aber kurz und knapp, bitte. Wir haben nicht viel Zeit. Ich glaube, dass das Veränderungspotenzial in Griechenland größer ist, weil wir jetzt eine eminente Krise haben. Wenn man Griechenland eine Chance mit neuen Investitionen gibt, weil Griechenland ein hohes Potenzial von Menschen hat, von Griechen, die im Ausland leben. Ein hohes Potenzial von Intellektuellen und guten Planern hat, nicht nur auf dem Gebiet von IT. Die Frage ist, werden die endlich in Griechenland aufgenommen und akzeptiert, sodass sie Chancen haben? Oder sagt die griechische Gesellschaft, ich habe das in vielen Fällen erlebt, ich war mit einem Griechen 40 Jahre verheiratet, ist ja schön, bei euch in Deutschland oder in Frankreich geht das so, bei uns ist das anders. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ein hohes Veränderungspotenzial mit einem schnellen Transfer von Technologie geben kann
vorausgesetzt wir sind bereit und willens, das etwa, was wir mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Deutschland hatten, auch in Start-ups, also in Neugründungen zu stecken und zu sagen, gebt ihnen eine neue Chance. Ich glaube, da sind vernünftige Potenziale vorausgesetzt. Da kann ich Frau Spano nur zustimmen. Wir schaffen es, den griechischen Staat dazu zu bringen, nicht Sand im Getriebe zu sein, sondern Öl. Danke, das war sehr erhellend. Jetzt noch eine Äußerung hier vorne und dann kommen wir ans Podium zurück und jeder beantwortet die Fragen, für die er sich zuständig fühlt. Ja, erstatten Sie, dass ich auf Griechisch weitersprechen möchte. Also. Ich heiße Tsinopoulou, komme aus Hannover. Und ich möchte gerne Griechenland, ich möchte nicht unbedingt Griechenland verteidigen, aber im Privatsektor, wenn es einen Vertrag gibt, dann sieht jeder Vertragspartner, in welcher Situation sich der andere befindet. Das heißt, wenn man ihm Geld leihen möchte, dann sieht er erstmal, ob er überhaupt das Geld zurückbezahlen kann. In diesem Fall sieht man, dass die Europäische Union nicht die notwendigen Maßnahmen getroffen hat, schon am Anfang, damit sie sieht, ob sie diese Hilfe auch, ob sie dieses Geld auch zurückbekommen kann in der Zukunft aus Griechenland. Ich denke, das war ein Fehler und die Verantwortung lag zu einem großen Teil bei der Europäischen Union. Hinsichtlich der Verwaltungsreform, über die Frau Spano auch gesprochen hat, ich denke, dass nur durch eine Vermittlung dieses Problem gelöst werden kann. Das heißt, jegliche Reform auf einer Verwaltungsebene muss voraussetzen, dass die Interessenten auch gefragt worden sind. Und in diesem Fall sollten Gespräche stattfinden, und zwar auf einer gleichwertigen Ebene, sodass beide Dialogpartner das Gefühl haben, dass sie die gleichen Rechte haben und dass bestimmte Lösungen auch gefunden werden für konkrete Probleme. Nur so kann man die vielfältigen Verwaltungsprobleme auch lösen. Ich habe gehört, dass Frau Merkel auch die Möglichkeit den Bürgern gibt, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Und ich denke, das wäre gut, wenn wir dies in Griechenland auch hätten. Ich würde die Podiumsteilnehmer bitten, zu den Fragen Stellung zu nehmen, die Ihnen am wichtigsten erscheinen. Wir fangen an bei Herrn Tsoukalas. Man kann nicht. Vielleicht höchstens 3 Minuten. Ich kann nicht auf diese Fragen antworten. Man hatte mir, dass ich biblische Verweise hatte. Ich sprach vom Paradies. Ja, Paradies ist nicht nur Bibel, die Hölle, das Paradies. Auch diejenigen, die nicht unbedingt an Gott glauben, die können solche Begriffe mit solchen Begriffen umgehen. Jedenfalls, es ist meiner Meinung nach zur Regel geworden werden in den verschiedenen westlichen Gesellschaften, das Motto, dass man nur durch den Schweiß, durch den eigenen Schweiß tatsächlich das Brot verdienen kann. Das ist schon ein biblisches Gebot. Und das wurde zumindest in den Sozialstaaten nach 1950 eventuell nicht so stark, das hat nicht so stark geherrscht. Weil nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben wir jetzt ein bestimmtes Modell von Staaten und ich denke, wir sind zurückgekommen zu dem, womit wir angefangen haben, also durch den eigenen Schweiß das Brot verdienen. Ah, ich glaube, es gibt auch andere Lösungen dafür.
Nun, was das Verhältnis zwischen Europa und Griechenland geht, ich habe nicht viel zu sagen. Ich wiederhole das, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass die Konstruktion Europas ein einmaliges Experiment ist in der Geschichte, nämlich, dass eine neue politische Struktur zusammengestellt wird. Und man weiß auch nicht so ganz genau, wie man das nennen soll, ob das eine Föderation von Staaten ist eventuell oder sonst etwas. Nun, was heute eindeutig ist, ist die Frage nach dem Ziel. Nicht, dass Europa sich zu einem Nationalstaat verwandelt. Und deswegen sollte man nicht Ressourcen von Deutschland nach Griechenland, nach Sizilien transferieren. Aber das muss auch als Plan irgendwo in Betracht gezogen werden. Das bedeutet also, dass ab dem Moment, dass aufgrund der Krise, aufgrund des Liberalismus oder der Globalisierungsveränderungen sind alle dazu verpflichtet, oder man denkt, man ist dazu verpflichtet, nach Begriffen der Produktivität zu denken, also nach rein technischen Begriffen. Und die Zukunft dieser Europäischen Union, wie man sie sich jedenfalls bei seiner Gründung vorgestellt hat, scheint mir unsicher zu sein. Das heißt, dass die Europäische Union noch verflochten ist an den naturhaften Widersetzen, die wir schon am Anfang bei der Gründung der Union hatten. Also da sagt jemand, Griechenland ist das Problem. Was möchten Sie, dass ich sage, sagt Herr Tsoukalas. Ich denke, dass der Beitritt zur Europäischen Union eine wichtige Chance für Griechenland darstellte, Griechenland viele Sachen gegeben hat und Griechenland hat einen Nutzen von manchen gezogen und von manchen auch wieder nicht. Ich glaube schon, dass die Dynamik, das Potenzial da ist, vieles zu tun. Herr Vulgaris hat es auch gesagt. Das Problem ist, dass es keine automatische Regelung und Organisation da ist, die das Ganze auch verwerten kann. Und daher kommt alles bis zu der politischen Führung hoch, weil wir unten eine Unmöglichkeit haben, das zu organisieren, zu regeln und so weiter. Deswegen kommt alles hoch zu dieser politischen Ebene. Da endet und beginnt alles. Und das sollte in Zukunft anders sein. Ich glaube, es gibt ein sehr wichtiges Potenzial an Menschen innerhalb und außerhalb Griechenlands. Und sicherlich müssen Umstrukturierungen auch in der Verwaltung stattfinden. Was die Entlassungen angeht, da möchte ich keine Stellung dazu nehmen. Das ist ein Thema, das man nur mit konkreten Zahlen angehen kann. Aber das Wichtige ist, dass man eine andere Politik in diesem Bereich braucht. Ich möchte auf drei Fragen eingehen. Als Denker, als Politiker übernehmen wir nicht unsere eigenen Verantwortung. Es gibt tatsächlich ein Stereotyp in der griechischen Gesellschaft, und zwar, dass eine lange Geschichte hat, nämlich, dass wir denken, dass die anderen, die Ausländer, schuld sind an unseren Schwächen, an unseren Problemen. Das Zweite ist, dass wir uns auch selbst peitschen mit der gleichen Leichtigkeit. Im Moment ist der Prozess sehr langsam, der Prozess der Neuorientierung und der Reflexion. Und es ist ein sehr komplexer Prozess. Und es geht nicht nur um diesen Vorwurf, Sie sprechen immer über die Verantwortung der anderen, nicht über die eigenen. Dann, was für eine Modernisierung brauchen wir? Es ist sehr schwierig, auf ein Wort einzugehen, aber ich würde sagen, eine Modernisierung, die Griechenland
konkurrenzfähiger macht in einem Europa, das in der Lage ist, das europäische Modell in den neuen Globalisierungsverhältnissen aufrechtzuerhalten. Und dies mit Fragezeichen. Dritte Frage, kann dies über dieses vereinfachte Schema gehen, ein schlechter öffentlicher Sektor, ein guter Privatsektor? Ich denke, dass diese vereinfachte Art zu denken falsch ist. Es gibt das Problem der schwachen kapitalistischen Strukturen in der griechischen Gesellschaft und deswegen muss der Staat dynamischer sein. Ich sage nicht größer, ich sage dynamischer. Nicht unbedingt das Modell von Südasien, was die Entwicklung angeht, aber jedenfalls ein Staat, der eine aktivere Rolle bei der Entwicklung spielen kann. Und dann drittens, ich glaube nicht, ich kenne die Geschichte nicht, ich bin nicht in der Lage, das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland in der Übergangsphase zu beurteilen. Ich habe schon eine Erfahrung hinsichtlich Bulgarien vielmehr. Aber Griechenland ist nicht in dieser Phase und Griechenland gehört nicht zu dem Fall der Länder von Südosteuropa, die früher dem sowjetischen Lager zugehörten. Sie hatten schon recht, als sie sagten, dass Griechenland ein langes Reformpotenzial hat. Das ist ein Land mit einer langen Tradition betreffend die Integration an moderne Formen von Wirtschaftstätigkeit. Man muss aber lange darüber diskutieren. Vielen Dank. Das Wort jetzt. Danke. Also ich bin für zwei Hinweise dankbar. Der eine Hinweis betraf die Möglichkeiten, Steuer- und Kapitalflucht zu unterbinden. Ich hoffe, dass wir in dem nächsten Panel da etwas erfahren, ob auf EU-Ebene da wirksamere Mittel möglich sind. Der andere Hinweis, für den ich sehr dankbar bin, der kam von Forst Karpelis. Das ist in der Tat ein erheblicher Unterschied. In dem griechischen Humankapital, was sie auch außerhalb des Landes engagiert ist, liegen wirklich sehr günstige Möglichkeiten, den Reformprozess in einer etwas kürzeren Zeit zu bewältigen, als das in Osteuropa vielleicht der Fall war. Aber die Frage ist, inwieweit sozusagen dieses wirtschaftliche und managerielle Know-how ausstrahlt auf das politische System und auf die Reform der Verwaltung im Land. Wir haben auch in Deutschland immer noch eine gewisse Zahl von öffentlich lizenzierten Berufen, nicht unbedingt Taxifahrer und Spediteure, aber in gewissem Sinne in anderen Bereichen im Gesundheitswesen, wo sich Partikularinteressen erfolgreich dagegen wehren, sich dem Wettbewerb auszusetzen. Und wenn das gepaart ist mit einer personell überbesetzten Verwaltung, in der die Beschäftigten immer noch ein Gerechtigkeitsproblem zu klären haben, wer sich eigentlich um das bisschen Arbeit kümmern soll und wer davon die Finger lassen darf wie bisher, in diesem Fall könnte ein solches administrativ-politisches System auch überfordert bleiben, wenn die im Bereich der Wirtschaft das Humankapital sehr gut funktioniert. Dankeschön. Das letzte Wort zeigt uns, dass wir mehrere Probleme mitnehmen werden in die nächste Arbeitsgruppe, ganz automatisch, nicht zuletzt das Problem der Steuerdisziplin. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange ausgeharrt haben, immerhin 10 Minuten über die Zeit. Ich danke vor allem unseren Teilnehmern am Podium, dass Sie uns sehr, sehr gut, glaube ich, informiert haben auf einer Ebene, die wir vorher sicher nicht alle kannten. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.